Ja, Freunde, die Kacke ist anders am Dampfen, denn Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich getrennt. Naja, es war vorherzusehen. Ich meine, sowieso, die Frauen dieses Jahr sind komplett alle am Durchdrehen. Aber es kam nicht alles so, wie es kommen sollte, denn die waren ja eher das Paar, die sich über andere lustig gemacht haben. Weil, wenn diese anderen sich getrennt haben, haben die einen Rosenkrieg gestartet. Und erwachsene, intelligente Menschen machen so etwas ja nicht. Naja, nicht ganz so bei Doppelmoral Pocher, sowohl Olli als auch Amira. Denn die haben den größten Rosenkrieg gestartet, den man überhaupt hätte starten können. Oliver Pocher, davon ausgehend, dass Amira Pocher ihm fremdgegangen ist mit einem Beyond, das ist dieser Inder oder Pakistaner, was auch immer der ist, der so Guru-Tipps gibt, hat sich natürlich in seiner Ehre und seinen Stolz gekränkt gefühlt und fing an, gegen sie zu schießen. Ich zeige euch mal einige Clips davon. Mein Name ist Dalai Karma und ich bin eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Ich mache viele Motivationsvideos, bei denen ich da auch übertriebene Gesten mache und versuche dadurch nochmal abzulenken von der Scheiße, die ich den ganzen Tag erzähle. Mein Vater kommt aus dem Takatuka-Land. Meine Mutter aus dem Legoland. Ich bin geboren im Phantasialand. Dann habe ich Motivationsvideos gesehen und die einfach eins zu eins kopiert für den deutschen Markt. Wichtig dabei ist GEMA-freie Klaviermusik, die das Ganze nochmal komplett unterstützt und emotional abholt. Denn ich möchte berühren. Und zwar untenrum. Gerade bei den Weibern da draußen. Wichtig ist auch bei solchen Videos, dass man unten Schriftzüge hat, die teilweise schneller sind, als ich gerade sprechen kann. So wie jetzt gerade. Kommen Sie doch hinterher? Manchmal hören auch Videos mitten im Satz auf und haben gar keinen Sinn. Und wenn man drüber nachdenkt, sagt man sich, warum? Aber das bin nun mal ich. Unangenehm, auf allerlei Hinsicht. Okay, kommt, ich weiß, ihr wollt es, ihr kriegt es, wir gönnen uns noch eins davon. Hey Leute, der Dalai Karma hat einen Tipp für den Tag für euch. Lernt doch einfach mal ein Instrument. Irgendwas Leichtes, was ihr auch mitnehmen könnt. Auf Reisen, wie zum Beispiel Xylophon oder Kontrabass. Oder auch Klavier. Lern einfach Klavier und sei ein anderer Mensch. Und spiel die Klaviermusik deines Lebens einfach selber. Hi Leute, ich lerne gerade Klavier hier bei mir in meinem Wohnzimmer und es ist die erste Stunde, aber ich bin hochmotiviert, habe einfach gute Laune und Bock drauf. Zweite Stunde, bin richtig nervös. Damit ihr mal seht, wer dieser Beyond ist, gegen den er schießt. Und ich erkläre euch jetzt gleich auch, für die, die es gar nicht mitgekriegt haben, warum er gegen ihn schießt. Hier noch ein weiterer Clip, das ist aber auch der letzte. So einen geilen Tipp für euch, weil wir alle kennen ja das Problem. Ne? Wir stehen vor der Tür und wollen klopfen. Ne? Was machen wir? Wir nehmen den Arm hoch und klopfen. Aber der Arm ist ja eh hier unten. Das heißt also, eigentlich könnten wir direkt von hier aus klopfen. Ne? Spart also Zeit, Energie, einfach das nächste Mal von hier aus. Fertig. Denkt mal drüber nach, oder? Geil, oder? Ich habe einen geilen Tipp für euch, ne? Ihr kennt das vielleicht auch. Ihr seid in Wien im Hotel, wollt eine verheiratete Frau im Hotelzimmer treffen. Ihr müsstet aber vorher nochmal das Hotel wechseln. Riesenstress. Aber, wo klopft ihr da normalerweise? Hier oben so, ne? Aber, ich habe jetzt einen Tipp für euch. Und zwar, wir haben so einen Arm, da ist eine Hand dran und hier so ein Knöchel. Man kann es einfach so hängen lassen. Klopft sie unten. Spart Zeit und Energie. Geiler Tipp, oder? Aber was macht ihr, wenn ihr vor einer Drehtür steht oder wenn ihr in einem Aufzug seid oder vor einem Aufzug steht oder es gibt eine Klingel? Und warum trägst du eigentlich noch draußen, wenn es so schweinekalt ist, V-Ausschnitt-T-Shirts? Und warum braucht man für so ein Video überhaupt einen Filter? Das sind alles Fragen, die kann euch nur der Real Dalai Karma beantworten. Geil, oder? Naja, kurz und knapp zusammengefasst, er hat sich ja getrennt mit Amira, beziehungsweise sie hat sich getrennt, sie hat sich wohl neu verliebt in diesen Beyond und die hatten was am Laufen, während sie noch mit Oliver Pocher verheiratet war und da gab es halt Termine, die sie wahrnehmen musste und ihm kam das alles sehr komisch vor, weil sie auf einmal so viele Termine hatte und so oft weg war und als er einmal hinterher geflogen ist nach Wien und sie versucht hat quasi in einem Hotel, wo sie angeblich sein soll, zu besuchen, zu überraschen, weil er sich
sich da schon komisch gefühlt hatte. So in etwa hat sie das Hotel gewechselt, wo der Typ auch mit am Start war und der war die ganze Zeit mit ihr. Und man geht mittlerweile sehr stark davon aus, dass sie schon länger was mit diesem Typen am Laufen hat. Vor allem, wenn man sich gemeinsame Clips der beiden anguckt und die Verhaltensweisen, die sie an den Tag gelegt hat, wo sie noch mit ihm zusammen war und dieses Branching betrieben hat, dieses Monkey Branching, denn man hält sich noch an dem Ehemann fest, bis man den nächsten richtigen Ast im Griff hat. So handeln halt sehr, sehr viele Frauen, / Schlampen, weil nicht alle Frauen sind so, ne, nur Schlampen verhalten sich so. Womit ich nicht sagen will, dass sie eine Schlampe ist, aber sollte sie das wirklich so gemacht haben, ist sie in meinen Augen eine. Und quasi, wo sie dann am sicheren Hafen war, hat sie dann den Ast, der Oliver Pocher war, losgelassen. Ich sag euch hier, ich bin kein großer Oliver Pocher Fan, ich finde seine Art im Allgemeinen sehr, sehr eklig und auch jetzt hier dieser Krieg, den er gestartet hat, weil er ein sehr sensibler Mensch ist, weil er nicht mit dieser Situation klarkommt, weil sein Ego dadurch gekränkt ist, finde ich mehr als verwerflich. Ich meine, die meisten von euch wissen, ich bin jetzt auch seit über 8 Monaten von Nebi getrennt. Ihr habt es die letzten 7-8 Monate nicht mal mitgekriegt. Meine, wir haben beide kein Wort darüber verloren. Sie hat mal eine Instagram-Story gemacht, keine Ahnung, vor 2 Monaten gesagt, ja, wir sind getrennt, alles gut. So, wir haben nicht versucht, Klicks aus der Sache zu ziehen. Wir haben nicht versucht, ein großes Drama daraus zu machen. Erstens, weil wir uns gut verstehen. Zweitens, sie unterstützt mich ja immer noch hier mit meinem Papierkram etc. Ich unterstütze sie, wo ich kann, auch finanziell. Drittens aber das Allerwichtigste, wir haben eine gemeinsame Tochter und wir wollen nicht, dass unsere Tochter so etwas mitkriegt. Und ich hoffe, es bleibt in Zukunft auch so. Ich für meinen Teil bin bereit, für meine Tochter zu sterben. Das weiß jeder da draußen. Meine Tochter lebt auch noch bei mir. Und Nebi lebt ihr Leben so, wie sie es sich erhofft hatte. Das heißt, sie ist glücklich, ich bin glücklich. Wir können beide, ohne gekränkt zu sein, ohne, dass wir uns wie kleine Kinder verhalten müssen, voranschreiten. Man schadet sich ja gegenseitig damit. Naja, eher gekränkt durch all das, was passiert ist, hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, aus dieser Sache die maximalste Reichweite zu ziehen, wie es viele Influencer machen. Kanyavi. Und dadurch entstehen die ganzen Videos gegen diesen Bion und dementsprechend auch diese Bildschirmkontrolle, die wir uns jetzt reinziehen werden. Und warum die Amira zurzeit noch einen, zusätzlich dazu, einen noch viel heftigeren Shitstorm erlangt, erfahrt ihr nach dieser Bildschirmkontrolle. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Ja, lange ist es her, aber bei mir läuft es privat momentan nicht so. Ich bin in einer schwierigen Lebensphase. Meine Partnerin hat sich von mir getrennt. Und das ist so eine Phase, wo ich auch denke, hey, ich brauche ein Life-Coaching. Ich brauche jemanden mit Glückskeks-Weisheiten. Ich brauche jemanden, der mich einfach nach vorne bringt. Und ich habe lange überlegt, mache ich diese Bildschirmkontrolle, weil eigentlich ist auch alles erzählt und es wird doch irgendwie jetzt auch unsouverän, da jetzt noch nachzutreten und irgendwie, ja, auf irgendeiner bestimmten Person rumzukauen. Aber dann habe ich dieses Video im Internet gefunden, was mich dazu inspiriert hat, einfach drauf zu scheißen und weiterzumachen. Egal, was du tust, ja. Egal, was du tust, du wirst missverstanden werden. Okay. Du wirst kritisiert werden. Das möchte ich nicht. Du wirst verurteilt werden. Ja, du wirst in Frage gestellt werden. Warum egal, eigentlich? Egal, was du tust. Ist egal, ne? Es wird passieren. Okay, okay. Leute werden sagen, was sie sagen wollen. Okay. Leute werden über dich denken, was sie denken. Was denken sie denn? Aber lass das Problem von diesen Menschen nicht zu deinem Problem werden. Nee, dann. Lass die Sorgen von diesen Menschen nicht zu deinen Sorgen werden. Soll ich nicht machen. Das Wichtige ist, was ist wichtig? Dass du bei dir bleibst. Ich bleib bei mir. Dass du in deiner Mitte bleibst. Ich bleib in meiner Mitte. Dass du authentisch bleibst. Ich bin total authentisch. Bleib fokussiert. Okay, bleib auf deinen Weg fokussiert. Bleib auf deinen Weg konzentriert. Bin ich. Bleib demütig. Bleib dankbar. Das Wichtigste. Bleib liebevoll. Bleib bescheiden. Total. Und hör bitte auf deinem Weg, auf dein Herz. Also lass die Stimme in deinem Herzen so laut werden, dass du diesen ganzen Lärm von all diesen Menschen gar nicht erst hörst. Hör auf dein Herz. So viel Liebe. Danke, Bion. Danke. Das ist einer der größten, den wir haben. Und das Schlimme ist, wenn du erst einmal mit diesen Life-Coach-Videos angefangen hast, dann wird in deine Timeline der ganze Dreck von den anderen auch reingespült. Und das sieht dann ungefähr so aus. Aber es ist total motivierend und positiv. Ich möchte positiv rüberkommen. Deswegen schauen wir uns auch einfach mal so eine kleine Timeline mit diesen ganzen leukeren, lustigen Life-Coaches. Ich sag mal so, da ist das Globuli fürs Hirn, die Heilpraktiker fürs Herz. Da weiß man einfach, da brauche ich keine Ausbildung, kann ich einfach erzählen, was ich will und den Leuten, denen es schlecht geht, besonders gute Tipps geben. Und gerade seit Corona ist das so wichtig. Und so sieht das dann aus. Kuckuck. Kuckuck.
du. Hallo, du liebe Seele, schön, dass du wieder da bist. Hallo, schön, ich bin da. Ich zuhöre zu. Welche denn? Oh. Wenn es um deine Zukunft geht und du weißt schon genau, was du machen sollst, kann er helfen, mal ein paar Schritte auf die Seite zu gehen, dass du einen neutraleren Blick auf die Dinge bekommst und dann wieder eine bessere Sicht in deine Zukunft zu bekommen. Das ist gut. Gute Entscheidungen treffen zu können. Werde ich machen. Manchmal verkleinert sich dein Kreis. Der Kreis. Das heißt, von Freunden, Bekannte. Was ist mit denen? Die werden weniger. Ach so. Aber nimmt an Wert, an Qualität zu. Geil. Die sind wertvoller. Das heißt. Ich muss es einfach spüren. Lass es raus. Ey, der Typ ist krank. Ah. Jeder bewältigt seine Probleme anders. Hast du den Freischwimmer der Liebe? Nee, aber du Seepferdchen. In den Liebesozean schwimmen. Da möchte ich gerne rein. Denn nur mit deinem Freischwimmer der Liebe kannst du eine dauerhafte, glückliche und gesunde Beziehung führen. Das ist ja geil. Ohne den wird's ja nichts. Du brauchst nicht zu jemandem werden, denn du bist schon jemand. Geil. Nämlich du. Ach, ich? Ja, hier hinter mir siehst du Spalierobst, aufgespannt zwischen Drähten. Möchtest du so sein? Sag mal nein. Ich möchte mich frei entfalten. Freiheit. Ich möchte kein Spalierobst sein. Ich möchte Ach, Amira, ach, was hast du gemacht? Ja, die haben alle ein normales Leben gehabt. Die haben ihre Videos geballert. Ein paar hundert Leute haben sich die reingezogen, haben das geglaubt, haben versucht, diesen Weg einzuschlagen, vielleicht ihr Leben zu verbessern. Und jetzt hast du einfach Oliver Pocher auf die angesetzt, ja. Wie denn? Jedes Mal, wenn eure Zielgruppe TikTok oder Instagram was ist dann? Muss ein Bild von eurer Marke da sein. Ja. Nennt sich Gorilla Marketing. Schau dir das mal an. Schau ich mir an. Boom! Das ist das Wichtigste. Gut drauf zu sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Größten, den es momentan gibt in Deutschland. Ich bin so froh, dass wir ihn haben. Endlich ist er auf Arena-Tour. Beyond Tatinatu. Das gefällt sogar Amira Pocher. Wow! Oh, Amira Pocher, da muss es ja besonders sein, wenn der Typ unterwegs auf Tour ist. Gut, der ist natürlich auch auf Tour unterwegs in ganz vielen anderen Städten. Nicht ganz so groß, aber wesentlich lustiger und viel authentischer. Und seit heute sind auch die Österreich-Termine im Verkauf. Jetzt aber nochmal zurück zu Beyond. Der gibt uns ja so wahnsinnig gute Tipps. Erst am Wochenende wieder dieser Megatipp von ihm. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe so einen geilen Tipp für euch, weil wir alle kennen das Problem. Okay. Wir stehen vor der Tür und wollen klopfen. Ne? Ja, wohl ich. Und dann? Was machen wir? Ja. Wir nehmen den Arm hoch und klopfen. Aber der Arm ist ja eh hier unten. Das heißt also, eigentlich könnte man direkt von hier aus klopfen. Geht aber nicht. Spart also Zeit, Energie, einfach das nächste Mal von hier aus fertig. Denk mal drüber nach, oder? Geil, oder? Super geil ist das. Das sind ja richtig geile Tipps. Und auch die Frisur sieht ja wieder mal perfekt aus bei dir. Das muss ich ehrlich mal sagen. Es sind so wahnsinnig gute Tipps. Ich könnte auch direkt die Tür eintreten, vor allem wenn du da drin bist. Aber was soll ich denn da jetzt irgendwie groß auch noch hinterher nachtragend sein? Wir wollen uns doch jetzt mal dein Lebens- und Schaffenswerk etwas genauer anschauen. Denn da gibt es ja einiges zu sehen. Wer bist du eigentlich? Du Beyond, du Doktor. Das wissen ja viele auch nicht. Und du bist bestimmt der beste Doktor, den man haben kann. Mein persönlicher Dr. Love. Hier ist mal eine kleine Zusammenfassung deines Lebens. Beyond, Motivator, Entrepreneur und Berater. Geboren in Chennai als Sohn des berühmten Bollywood-Schauspielers Ain Batakulu, lernt er schnell das Jet-Set Indiens kennen. Aber all der Wohlstand und all das sorglose Leben fordern ihren Tribut. Was ist passiert? Um den Schmerz zu bekämpfen und den Geist zu betäuben, stürzt er sich in die Kokain. Nein, bitte nicht. Beyond stürzt ab. Die Liebe zu einer älteren Missionarin gibt ihm wieder Hoffnung. Das ist gut. Er unterzieht sich dem Freischwimmer der Liebe. Gewinnt India Got Talent und lernt sein großes Idol Chuck Norris kennen, der ihn in die alten asiatischen Meditationsmethoden unterweist. Unter widrigen Umständen schafft er es nach Europa, wo er sich in Deutschland ansiedelt, sein Studium beendet und nun Menschen hilft, ihren Weg zu finden. Sein Motto, Motivation ist immer leicht. Beyonds Best.
Das ist natürlich Bullshit, was wir da zusammengeschnitten haben. Das ist von der Comedy-Falle in Sat.1 gewesen, wo man dich ein bisschen hat reinlegen wollen. Aber wir schauen uns dein Leben mal ganz genau an. Du hast ja alles gemacht, um irgendwie bekannt und berühmt zu werden. Hier zum Beispiel hast du deinen Bruder, ach nee, das bist ja du, zu DSDS geschickt. Guck mal, so sahst du aus. Aus dir ist richtig was geworden. Richtig cooler Typ. Hat nicht ganz für das ganz finale Casting gereicht, aber du willst singen, du willst dranbleiben, du willst einfach wunderbar mitmachen in dieser Promi-Welt, weil du kannst ja auch richtig was. Du hast dich nach eigenen Angaben 12 bis 13 Mal bei Wer wird Millionär beworben und dann hast du letztendlich von Günther Jauch dir den Arm brechen lassen und hast es wirklich auf den Stuhl geschafft und ich glaube 16 und 32.000 Euro Glückwunsch an dieser Stelle gewonnen. Besser wäre natürlich 1 Million, aber nicht jeder kann ja alles wissen. Oder doch? Das ist so erfolgreich gewesen, dass Hollywood auf dich aufmerksam geworden ist, einen riesen Blockbuster daraus gemacht hat und gesagt hat, ja, der Beyond, da ist einfach viel, viel mehr dran und auch drin. Und letztendlich hast du jede Fernsehsendung mitgemacht. Hier zum Beispiel, da hast du noch richtig coole Hemden getragen beim Quiz im Norden. Du bist einfach überall, wo es eine Fernsehkamera gibt und du wusstest einfach ganz genau, ich will meinen Weg gehen. Aber wohin geht dein Weg? Und kopiert Ameras Glücksguru alles, was er nur so vor sich hinschwafelt? Und viel interessanter, welche Nachrichten hat Beyond denn mir persönlich auf Instagram geschrieben? Das erfahrt ihr schon in, ich glaube, 86.400 Sekunden. Also in 24 Stunden. Aber was hat Amira Pocher noch gemacht, außer jetzt fremd zu gehen, ihn wie Dreck zu behandeln, ihn eiskalt sitzen zu lassen, quasi weil sie ja schon seit Monaten abgeschlossen hat mit ihm? Warum kriegt sie zurzeit so einen Shitstorm ab? Naja, es wurde eine Audio von ihr geleakt, beziehungsweise nicht geleakt, sondern es ist etwas, was sie öffentlich gesagt hat in einem Podcast zusammen bei Pietro Lombardi. Er hat so einen Podcast, das heißt Pietro and Friends, und da hat sie diese Aussage getätigt gegen eine Person mit dem Namen Sebastian Panek. Und ja, dieser Sebastian Panek hat das jetzt öffentlich gemacht und sagt da auch noch was zu. Und genau deswegen, wegen dem, was sie da gesagt hat, wird sie gerade von allen Seiten gehatet, gecancelt und erntet halt einen maximalen Shitstorm. Eine kleine Geschichte plaudere ich noch aus dem Nähkästchen über einen Bachelor. Der hat sich schon mal mit mir angelegt und ich mich mit ihm. Ekelhafter Typ. Hasse ich wie abgrundtief. Seine Frau mag ich auch überhaupt nicht. Der war nachweislich in der geschlossenen anscheinend. Mir hat das ein Personal, also jemand vom Personal geschrieben. Und die hat mir gesagt, Amira, der hat einen Knacks, der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht. Damals, als der Bachelor war, danach hatte er irgendwie war er nicht mehr so gefragt. Und dann hat er sich irgendwie einweisen lassen. Bei mir ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Ich habe meinen Mund aufgemacht. Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken, einen Burnout, alles so in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam. Habe das Ganze dann nicht öffentlich gemacht. Das hätte natürlich meiner Genesung damals nicht gut getan. Ich wollte mich in Ruhe quasi regenerieren von dem Ganzen. Habe dann Werkzeuge mit an die Hand bekommen, die mir auch heute noch sehr, sehr gut helfen. Wenn ich dunkle Phasen habe, weiß ich, was zu tun ist. Und kann euch da draußen nur sagen, redet. Es gibt nicht immer Leute, die da irgendwie eure Geschichte in den Podcast verpacken, um damit zu entertainen. Das ist jetzt mir passiert. Ich kann damit umgehen mittlerweile, gar kein Thema. Ich finde es aber auch richtig gut, das wollte ich euch noch sagen, dass unter dem letzten Reel so eine kleine Diskussion auch entstanden ist. Viele Leute anonym geschrieben haben, was ihnen auf dem Herzen liegt, denen auch geholfen worden ist und so weiter. Die haben dann vielleicht mal zum ersten Mal den Schritt nach draußen gemacht in der Kommentarspalte. Fand ich mega. Weiter so, fasst den Mut zusammen. Und dazu schrieb er, wer den Mut findet, gegen seine inneren Dämonen zu kämpfen, den können Dämonen von außen nichts mehr anhaben. Nicht mal, wenn ein eigenes düsteres Kapitel für einen lustigen Podcast benutzt wird. Ein Einblick in meine Reise. Vor einigen Jahren entschied ich mich, über meine Mental Health zu sprechen. Die folgenden Anwendungen und Gespräche waren ein Wendepunkt für meine Genesung. Bis heute profitiere ich von den Werkzeugen, die mir mitgegeben wurden und weiß, wie ich mit den dunklen Phasen umzugehen habe. Ich teile diese Geschichte in der Hoffnung, dass auch meine Community den Mut findet, offen über ihre Herausforderungen zu reden, die inneren Dämonen zu bekämpfen und nichts auf das Gerede der äußeren Dämonen zu geben. Damit schießt er quasi gegen Amira Pocher, die sich nicht nur lustig gemacht hat über ihn, sondern mäßig so es hingestellt hat, als wäre es was Verwerfliches oder Schlechtes, dass man Hilfe aufsucht. Und das rate ich jedem Einzelnen da draußen. Die Hilfe ist da, damit sie aufgesucht wird, damit ihr
sie in Anspruch nimmt. Aber das zeigt halt dieses narzisstische, egoistische und ekelhafte Verhalten dieser Person. Und leider Gottes sind sehr, sehr viele Menschen so. Und ich sag euch eine Sache, sie hat vorher gewusst, wozu Oliver Pocher in der Lage ist. Und jetzt kriegt sie es halt ab. Wer für Fame mit jemandem zusammenkommt, und das Gefühl habe ich schon immer gehabt, und diesen Fame dann erlangt und diese Person dann auf einmal eiskalt sitzen lässt, obwohl die gemeinsamen Kinder und alles haben, dann auch noch fremd geht und die volle Palette von dem, was sie bis jetzt gerissen hat und ihr kaltes Verhalten ihm gegenüber, auch in der Öffentlichkeit, der hat es nicht anders verdient. Und das sage ich, obwohl ich einen Oliver Pocher absolut nicht leiden kann und theoretisch mich eigentlich hätte freuen müssen darüber, dass sie sich getrennt haben und dass der Typ jetzt abkackt, weil er sehr, sehr unsympathisch wurde in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz bin ich full auf seiner Seite. Und da schreibt Sebastian Panik noch, einige meinen, der Podcast ist nicht mehr verfügbar. Das stimmt nicht. Der ist über Apple Podcasts immer noch zu hören, inklusive der Lügengeschichte. Ich sei mit InTouch und OK Magazinen durch die Klinik gelaufen und musste loswerden, wer ich bin. Ein paar Stimmen gibt bezüglich des Zeitpunktes. Es ist meine Geschichte und ich alleine habe zu entscheiden, wann ich mich öffne und Stellung dazu nehme. Und ich bin jetzt bereit dafür, als Beispiel voranzugehen und zu reden. Und sehr viele sind halt auch der Meinung, dass sie geschockt sind, dass man so etwas nicht aussprechen sollte. Vor allem hieß es, dass eine Person in der Psychiatrie ausgepackt hätte, der Amira Pocher gegenüber. Diese Person sollte den Job verlieren und nie wieder einen Job in der Art erhalten. Ich zeig euch mal den kompletten Clip, wo sie über diese Thematik redet. Das hat nämlich der Unico, früher bekannt als Drama Detective, in einem seiner Videos eingeblendet. Ich kann dir mal sagen, eine kleine Geschichte plaudere ich noch aus dem Nähkästchen über einen Bachelor, welchen genau ist nenne ich jetzt nicht, aber der hat sich schon mal mit mir angelegt und ich mich mit ihm, also ich habe mich auch offiziell gegen gewehrt. Ekelhafter Typ, hasse ich wie abgrundtief, seine Frau mag ich auch überhaupt nicht. Sie übrigens guckt heimlich meine Stories und schreibt meine Kooperationspartner an und will dann dieselben Kooperationen machen wie ich. Du bist so toll, Amira, du bist einfach die Beste, krass, dass sie dich nachmacht. Nicht jeder kann so toll sein wie du. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso hat sie überhaupt Beef gehabt mit diesem Typen, von dem sie gerade alles liegt? Naja, sie war hochschwanger mit dem Kind von Olli und ihr, das heißt ihr eigenes Kind, schwanger von Oliver Pocher, war bei einer Show und hat bei dieser Show sich gedacht, es wäre geil und so, hey, die Leute sollen sehen, wie cool und fresh und super toll ich bin. Und im schwangeren Zustand fahre ich da mal Rollschuh, ne, auf dem glatten Boden. Der Typ meinte, ey, ich hätte das jetzt nicht so gemacht, das ist unverantwortlich. Auch von Olli gegenüber, dass er das zulässt. Auch von dir, du bist schwanger. Man sollte das nicht machen. Sie hat dann pampig zurückgeantwortet. Und das ging dann hin und her. Und so ist quasi ein Beef zwischen denen entstanden. Sie findet es mich scheiße. So, ihr Mann, der war nachweislich in der geschlossenen anscheinend. Mir hat das ein Personal, also jemand vom Personal geschrieben, nachdem wir uns öffentlich gebieft haben. Und die hat mir gesagt, Amira, der hat wirklich... Der hat einen Knacks, der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht. Damals, als der Bachelor war, danach hatte er irgendwie so war er nicht mehr so gefragt. Und dann hat er sich irgendwie einweisen lassen und hat drinnen überall so OK-Magazine, die ganzen, diese Billo-Trash-Magazine, die wirklich kein Schwein liest oder ernst nehmen kann. Promiflash. Hat er die gekauft und dem Personal gezeigt, guck mal, ich bin hier drin, und hat dann jedem da drin gezeigt, dass er bekannt ist und dass er im Fernsehen ist und dass er in der Zeitung steht. Siehst du mal, was die kommen alle nicht damit klar. Da bin ich ganz anders. Juckt mich alles nicht. Hier nochmal kurz zum Beef zwischen Amira Pocher damals und dem Sebastian Panek. Ex-Bachelor Sebastian Panek kritisiert Amira Pocher. Sebastian Panek meinte damals wohl, ich wollte über 2-3 Sachen mit euch sprechen, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind und wo ich echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Die eine, damit ist Amira Pocher gemeint, fährt mit Rollschuhen durchs TV-Studio und setzt sich einem unnötigen Risiko aus. Der Mann war natürlich auch dabei. Dass der nicht sagt, hör mal zu, du kannst alles machen, aber du bist schwanger, zieh mal die Rollschuhe aus, du fährst jetzt nicht über den glatten Boden. Aber das wird einfach gemacht, the show must go on. Dann fügte er noch an, ich hätte es anders gemacht, meine Frau auch, sie hat nämlich so viel Verantwortungsbewusstsein. Sie würde sich niemals Rollschuhe anziehen während der Schwangerschaft, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf. Amira Pocher konterte damals wohl in einer Story mit, vielen Dank für Ihre überaus vorbildliche Risikoeinschätzung meiner Schwangerschaft, Herr Dr. Panek, aber vielleicht bleiben Sie doch lieber bei Ihren Waterdrops und dem Handyzahnbleaching. Daraufhin meinte Sebastian Panek wieder, sehr gern für die Einschätzung, musste ich übrigens nicht mal Medizin studieren dafür, hat der gesunde Menschenverstand gereicht. Sich seit Jahren auf Kosten anderer hochzuziehen, ist natürlich auch etwas, worauf man stolz sein kann, dann lieber doch die Glühbirne. Naja, jetzt seid ihr up to date und der Olli hat auch ein riesen Interview gegeben bezüglich seiner Trennung und hat da auch sehr, sehr vieles ausgepackt. Und ich sag euch, wie es ist sehr, sehr dubios.
Videos aber nicht nur das Verhalten von Amira, sondern die Reaktion von einem Oliver Pocher auf das Ganze. Denn es zeigt eigentlich, dass hinter dieser Fassade des starken, stabilen Mannes ein verletzlicher Mensch steckt, der absolut nicht auf sein Leben klarkommt und nicht versteht, wieso ihm so etwas zum zweiten Mal widerfahren musste. Er hatte ja irgendwie vor 10 Jahren und so schon mal die Trennung von dieser Sandy, keine Ahnung wie die heißt, die aus Amerika, diese Blonde. So viel zu der Thematik. Es kann ganz, ganz eklig werden, vor allem da er jetzt auch eine Tour geplant hat, wo er das Ganze dann comedy-mäßig verarbeiten will. So viel aber nur meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Lasst euch bitte einmal alle von mir drücken. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt viel und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.